Ja, die Session 0 ist mittlerweile schon vielen von euch bekannt, Session 0 oder Session 0. Und ja, ich finde es auch, ist ein super wichtiger Punkt, aber oft wird es so abgearbeitet. Oft geht es darum, irgendwie möglichst schnell zu spielen und die Session 0 einfach nur so fertig zu machen. Dabei können hier gerade besonders interessante Sachen entstehen und ihr stellt die Weichen für alles, was nachher kommt. Denn das, was ihr hier zeigt, wird sich einbürgern in eure Session. Wenn ihr also mehr wissen wollt, wie ich das mache, wie ich das sehe, dann bleibt doch einfach einen Moment dran. Hallo, mein Name ist Martin Schröer von D20 Sounds und ich bin Organisationsentwickler und Coach und leidenschaftlicher Rollenspieler. Und heute geht es um die Session 0 und für mich geht es bei der Session 0 auch immer um Vertrauen. Wenn ihr also anfangt, sorgt dafür, dass ihr eine offene Gesprächskultur habt, dass wirklich jeder sagen kann, was ihm wichtig ist, dass sich jeder traut zu sagen, was ihm wichtig ist. Punkte, die hier verschwiegen werden, werden sich durchs ganze Spiel ziehen, wenn ihr Pech habt, und immer unterschwellig irgendwelche Sachen blockieren. Also, offene Gesprächskultur, das Wichtigste meiner Meinung nach. Also zeigt, dass ihr offen seid für Vorschläge, zeigt, dass ihr jemanden nicht niedermacht, wenn er irgendwas sagt, was euch nicht in den Kram passt, sondern wenn ihr irgendeine Aussage von jemand anderem bekommt, die euch nicht gefällt, was das Spielen angeht zum Beispiel, dann sagt es einfach, du möchtest es so haben, das ist jetzt nicht meine Art. Im schlimmsten Fall passiert an diesem Punkt schon, dass Wege sich trennen, was sehr schade ist, aber wenn zwei Leute was ganz Verschiedenes wollen und das in der ersten Session schon herausfinden, finde ich, ist das eine tolle Sache. Es ist viel besser, als wenn man sich, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Mal miteinander rumplagt durch irgendwelche Sessions und nachher total verärgert auf den anderen ist und einen Schlussstrich zieht. Mit Gewalt sozusagen. Also klärt hier an der Stelle ab, was wollen wir zusammen, was passt nicht und gegebenenfalls, wie können wir einen guten Konsens finden? Ach ja, das gefällt mir auch. Ja, doch, das könnten wir machen, wenn wir es so und so machen. Also blockt nichts ab, lasst es offen, lasst euch Zeit damit. Dazu gehört natürlich auch, welche Art von Rollenspiel ihr machen wollt. Soll es eher kämpferisch sein oder soll es eher spielerisch sein, also rollenspielerisch? Sind euch Rätsel wichtig? Was wollt ihr? Eine großartige Welt mit viel Hintergrund? Oder kann man erst mal anfangen und alle entwickeln was mit? Klärt das ab. Der nächste Punkt ist meiner Meinung nach der zweitwichtigste. Also, aber es ist ein super wichtiger Punkt. Nämlich klärt, welche Grenzen es gibt. Klärt Hard- und Soft-Limits, also harte und weiche Grenzen, und macht klar, dass es eine X-Card geben wird. Und legt die auch wirklich jedes Mal auf den Spieltisch, damit jemand, der sich vielleicht gerade nicht wirklich sprechen kann, was sagen kann. Es gibt noch einen dritten Punkt, der mir auch sehr wichtig ist. Und das ist, dass ich im Prinzip nach jeder Session euch empfehle, eine kleine Feedback-Runde zu machen, im Prinzip eine kleine neue Session 0. Also nach dem Motto, folgen wir dem Pfad, den wir eingeschlagen haben. Zum Thema Feedback habe ich hier ein Video gemacht. Vielleicht schaut es euch mal an. Das ist, finde ich, sehr interessant. Ich möchte hier gar nicht näher drauf eingehen. Also Feedback ist ein ganz wichtiger Punkt und ihr solltet auf jeden Fall das nutzen und euch und euren Spielern die Chance geben, dass ihr euch gegenseitig entwickelt, weil Feedback hilft dabei. Das heißt, wenn jemand gerne sein Rollenspiel erweitern möchte, wovon ich ausgehe, dass man das immer gerne möchte, dass man seinen Charakter immer besser kennenlernt und immer besser spielt und immer authentischer ist, dann ist es auch wichtig, dass man Feedback bekommt. Ja, diese eine Stelle, die du gespielt hast, boah, da habe ich gedacht, ja, das ist er. Ja, an der anderen Stelle, ich habe gemerkt, du hast dir total viel Mühe gegeben, aber irgendwie ist es bei mir nicht so richtig rübergekommen. Sprecht da vernünftig rüber, seid wertschätzend dabei. Ja, es macht eigentlich, also ich habe das noch nicht kennengelernt, dass jemand mit Absicht irgendwas schlecht macht. Alle Leute geben sich Mühe, wenn sie da hinkommen wollen. Das ist so die Prämisse, die ich setze, also mein Vertrauen, was ich vorschieße.
So, das war's schon. Ne? Ganz kurzes Video zur Session 0. Nur meine Meinung. Ihr dürft gerne eine andere haben. Wenn ihr euch noch was Wichtiges fehlt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ja, ich finde es immer super schön, wenn kommentiert wird. Ich freue mich darüber und ich antworte auch immer. Bisher schaffe ich das noch. Wenn ihr denkt, dass das Video jemandem helfen kann, dann teilt es doch mit ihm. Ich freue mich sehr darüber und wenn es euch gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über ein Abo oder über einen Daumen hoch. Also, macht's gut, bis bald, euer Martin. Ciao.